Mädels, was geht ab? Ja, hier. Die Achillesferse des RS3. RS3 erstmal, nebenbei, Entschuldigung. RS3? Sagt man YouTube? RS3, Homies. Ja, das ist er. So, die Achillesferse von unserem RS3 ist einmal, ist der Ladeluftkühler. Das ist ein ziemlich süß gemeintes, kleines Ding. Es ist wirklich schwache Leistung von Audi, das stimmt nicht. Also er ist okay, der Ladeluftkühler, die Netzqualität ist auch okay, aber wenn man wirklich Leistung in so einen Koffer reinbringt, darf das Ding auf gar keinen Fall drin bleiben. 6,8 Liter Volumen hat der hier und 856 Quadratzentimeter Frontfläche hat er. Das ist einmal sehr wichtig, weil das Ding steht so im Fahrtwind, wir fahren über die Autobahn und dann so Kollegen wie die hier, ja, solche Fliegen hier, klatschen da voll gegen, ne? Und dann versucht der Kollege das runterzukühlen in 6,8 Liter Volumen. Doch, wenn wir jetzt mehr Ladedruck fahren und wir haben vor, einiges an Ladedruck zu fahren bei den Kollegen, ist ja auch bei höherem Ladedruck, bei höherer Verdichtung haben wir höhere Ansaugtemperaturen. Und Ansaugtemperaturen sind quasi der Todespunkt für so einen Motor. Das ist grande malheur. Das ist scheiße. Wie gesagt, 6,8 Liter Volumen. Also wir können hier quasi fast 7 Milchtüten reinkippen. Hört sich ja eigentlich erstmal ganz geil an, ne? Aber bei dem Bums 2,5 Liter, 5-Zylinder Turbomotor, ist ja eigentlich eine Menge Potenzial und eine Menge Leistung. Jetzt pass auf. Wagner hat was Geiles gebaut. Und zwar? Competition 3 Serie. ich habe schon viele Ladeluftkühler auf den Tisch geholt, aber alleine, man sieht den anderen schon gar nicht mehr. Das hier, das süße Ding, ist die Serie. Hier oben. Und wir bauen den da unten ein. Ja, das ist großes Kino. Wir haben hier im Vergleich, ja, 16,5 Liter. 16,5 Liter Volumen. Das heißt, wir können hier ganz viel Kühlschrank spielen. Ganz viel Kühlschrank spielen. Das nächste ist, wir haben ungefähr 1800 Quadratzentimeter Frontfläche. Wie konnten die das erzielen? Und zwar indem die Folgendes machen. Das Problem ist nämlich auch, warum Audi das macht. Das Kühlerpaket vorne beim Audi RS3 ist relativ dick geworden. Somit konnte nicht wie beim Golf 5 GTI, der hat nämlich den Ladeluftkühler so, dass er einfach wie so ein Wasserkühler ganz drin sitzt, musste der ja hier drunter. Hier drunter, weil der normale Träger hier vorne vor ist. Deswegen ist das Ding so klein geworden. Bei dem Wagner-Ding ist das voll, ich finde das wirklich geil. Das ist wirklich mal Tuning, einfach so Hirn und gib ihm. Einfach, der geht ja hier weiter, der normale Träger vom Audi. Und dann ist hier der Ladeluftkühler. Wirklich, der ist wirklich fett. Ja, das ist schon männermäßig. Geht einfach weiter und dann Volldampf. Das heißt, mit dem Ding sind wir auf jeden Fall in der Lage, Reserven zu haben bis hin zu, also Leistungsbereiche, die wir nicht fahren werden. Mit dem Ding geht alles, was man sich eigentlich vorstellt. Das Ding ist riesengroß. Jetzt noch ein Punkt. Ich denke, oh, hier will ich auch haben. Mit so einem kleinen Kindergarten-Turbo oder der serienmäßig drauf ist, will ich ihn nicht fahren. Es gibt so verschiedene Größen an Ladeluftkühler. Man kann auch zu große Ladeluftkühler fahren. Das kommt auch noch dazu. So, jetzt mal eben zu so ein paar Werten, weil ich laber immer viel und dann hat man keine Idee so wirklich. Man muss sich mal Folgendes überlegen. Folgendes. 91 Grad Lufttemperatur geht rein in den Ladeluftkühler. Also 91 Grad kommen jetzt hier rein als Beispiel. Um was schätzt ihr? Ihr könnt mir nicht antworten, ne? Scheiße. Also 91 Grad gehen hier rein und 24 kommen raus. Und die Luft ist ja jetzt nicht, dass die Luft macht ja jetzt nicht hier so, sondern die Luft geht ja, die geht einfach so durch und kommt raus mit ungefähr 24 Grad. Ja? So. Was kommt jetzt rein? Das sieht dann ungefähr so aus. Was ziemlich geil aussieht. Dann geht weiter mit dem nächsten Thema und der nächsten Achillesferse des RS3s. Ist ja auch bei höherem Ladedruck, bei höherer Verdichtung haben wir höhere Ansaugtemperaturen. Und Ansaugtemperaturen sind quasi der Todespunkt für so einen Motor. Das ist grande malheur. Das ist scheiße.